Das Scheelehaus in der Hansestadt Stralsund wurde bereits im 14. Jahrhundert errichtet und beherbergt heute unter anderem ein Hotel. Dazu gehört auch ein ausgebauter Kornspeicher mit Hotelzimmern. In einem der Zimmer soll heute ein Wandtresor eingebaut werden. Und das bei laufendem Hotelbetrieb. Die Brüder Klaus und Peter Humpert behaupten, das in nur einer Stunde zu schaffen. Werner Müller, Bauleiter des Hotels, zeigt den beiden die Stelle in der Wand, in die der neue Tresor eingebaut werden soll. Hat er denn keine Angst, dass die historischen Mauern dabei beschädigt werden? Wie alt ist das Gemäuer denn eigentlich genau? Was Sie hier sehen, das sind zwei verschiedene aufgebaut. Da unten haben wir noch die alte Stadtmauer. Das ist das sogenannte Klosterformat. Das sind also die größeren, dickeren Steine. Und hier oben ist das Reichsformat. Das ist im Grunde so, dass das praktisch im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Und das, was wir da unten haben, ist Ende des 13. Jahrhunderts. Klaus und Anton Humpert scheinen die geschichtsträchtigen Steine und das ungeschützte Zimmer kein bisschen zu verunsichern, während sie schweres Gerät für ihre Arbeit aufbauen. Die Brüder haben diesen runden Tresor erfunden, der heute hier eingebaut werden soll. Mit einem Diamantkernbohrer werden sie dafür gleich ein großes, rundes Loch in die Wand bohren. Aber warum ein runder Tresor und kein eckiger? Wenn es ein rechteckiger Tresor wäre, dann wird jetzt ein Maurer kommen, der wird mit schwerem Stemmgerät einige Stunden ein rechteckiges Loch stemmen. Mit ihrem Verfahren wird die Bausubstanz geschont. Es werden nur einige Minuten Bohrzeit benötigt und dabei entsteht kaum Dreck. Ja, Sie sehen ja, wir arbeiten hier in einer verhältnismäßig guten Stube. Und das ist mit einer anderen Technik kaum möglich. Also wenn Sie mit Hammer und Meißel anfangen, dann müssen Sie das Zimmer, würde ich sagen, ausräumen, aber auf jeden Fall alles gegen Staub sichern. Doch nicht nur beim Einbau ist die runde Form des Tresors von Vorteil. Im Gegensatz zu anderen Safes wird seine Tür nicht nur an einem Punkt verriegelt. Ein Riegelring, der eng um die Tresortür liegt, dehnt sich aus, wenn man die Tür verschließt. Zwar nur minimal, doch das reicht, um sich in diese Rille in der Türzarge zu drücken. Nahezu der gesamte Türumfang ist so verriegelt. Nach nur 10 Minuten ist die Bohrung auch schon fertig. Und wie sieht es im Mauerwerk aus? Bauleiter Werner Müller ist zufrieden. Tatsächlich ist bei der Arbeit kaum Schmutz entstanden. Jetzt kann der runde Wandtresor eingesetzt werden. Dessen konisch geformtes Vorderteil bietet keinerlei Angriffspunkt, um den Tresor aus der Wand zu hebeln. Er schließt auch genau mit dieser ab. Tresor und Mauer werden dauerhaft miteinander verklebt. Dazu wird über einen Adapter Epoxidharz in den Zwischenraum gespritzt. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal? Also wenn jemand in der Kante versuchen würde, jetzt den Tresor aufzubohren, dann würden die Späne, die dabei entstehen, hinter den Riegelring gelangen und diesen in seiner Funktion so blockieren, dass er nicht mehr zurückgeht. Nur noch ein wenig aufräumen und schon wenige Minuten später sieht niemand mehr, dass hier gerade ein Tresor eingebaut wurde. Na dann, können die nächsten Gäste ja kommen.